Fußball-Doppelwochenende beim zweitgrößten Fußballclub des Burgenlandes, nämlich beim ASV Straßburg. Nachdem die erste Mannschaft gegen die Wiener in der Ostliga 1:4 verloren hat, kommt es einen Tag darauf zum Showdown in der ersten Klasse Mitte, und zwar zwischen der zweiten Mannschaft des ASV Straßburg gegen den SV Leupersbach. Die sogenannten Kleinen der Straßburger in Rot sind Tabellendritte in der ersten Klasse Mitte und wollen das verbliebene Publikum, die Fans der Straßburger, versöhnen. Vom Tabellenstand her sind sie ja Favorites. Leupersbach dagegen ist abstiegsgefährdet. So sieht es auch in den ersten Minuten aus. Doch da ist plötzlich Leupersbach am Drücker. Kovac, dann Norbert Nemeth. Der spielt hinten souverän. Varga, gut gemacht. Gar nicht so ungefährlich, diese Leupersbecker. In Minute 4 aber die erste große Möglichkeit für die Reds. Der wiedergenesene Ernesto Kavicher kommt aber hier zu spät. Treibende Kraft der Straßburger ist der Star der ehemaligen Reservemannschaft, nämlich Patrick Artner. Er, der Torgefährliche, spielt diesmal mit der Nummer 9, den Zehner. Der Zehner ist es ja, der das Spiel machen sollte. Seine Fans nennen ihn allerdings Messi. Dann in Minute 17, Freistoß für die Gäste. Abel Kulca tritt an, aber daraus wird nichts. In der 27. Minute aber die kalte Dusche für Straßburg. Eine schön herausgespielte Szene, die David István Németh ins lange Eck abschließt. Das 0:1 oder das 1:0 für Leupersbach. Hier alles noch einmal in Zeitlupe und in Ruhe angesehen. Abel Kutscher bereitet vor und David Németh vollendet. Eine Viertelstunde vor dem Ende der ersten Hälfte kommt Rolle Mehl nach einem schweren Fehler der Leupersbacher Abwehr zu einer ganz tollen Möglichkeit. Kipper Fendösch ist aber schneller. Und dann gleich danach wieder eine Möglichkeit für Straßburg. Nico Kraus versucht es, aber sein Schuss geht über das Tor. Ja, der Vorstoß der Straßburger bleibt unbelohnt. Im Gegenteil, David Németh ist es abermals, der nach dem überraschenden 0:1 nun auch das 0:2 oder wie gesagt das 2:0 für die Gäste aus Leupersbach erzielt. Diesen Nemeth sollte man halt nicht alleine lassen. Allerdings sieht die Abwehr der Heimischen bei dieser Aktion, bei diesem Tor nicht sehr gut aus. Man hat allseits allerdings auf Abseits gewartet. Pause also 0:2. Nach Wiederbeginn 46. Freistoß für Straßburg. Grutzler in die Mauer. Danach Corner. Da geht aber diesmal wieder nichts. Spielminute 50. Eigentlich Torraub. Foul an Silvio Nikolic. Aber nur Geld für Norbert Nemeth. Das war wirklich ein sehr schweres Foul. Man hätte hier allerdings als Referee anders handeln sollen. Ja, allerdings eine ausgeglichene zweite Hälfte, bei der beide Mannschaften sehr viel vom Spiel haben und auch das Spiel gestalten. Gegen Spielende verletzungsbedingt Wechsel bei Straßburg. Für Niklas Mandl kommt Michi Wild ins Spiel. Er ist der Sohn des Obmannes. 70. Die fulminante Schlussoffensive der Straßburger hätte sich zumindest ein Tor verdient. Doch Philipp Beine, ein toller Schlussmann, Fentösch und natürlich auch die Stange, blödsinnigerweise, verhindern da einiges. Ende also 2:0 für die Gäste aus Leupersbach.
Norbert, nehme zwei Sensationen. Zum einen hast du 3 Jahre nicht Fußball gespielt, heute musst du einspringen. Und zum anderen habt ihr einen wichtigen Sieg gelandet, jetzt im Abstiegskampf. Ja, sicher. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles gut gemacht, was haben wir geplant. Und unser Spielsystem sehr gut funktionierte im ersten Halbzeit. Und im zweiten, wir mussten nur auf Null spielen. Wir waren ein bisschen einfach im Spiel im zweiten Halbzeit, aber Ergebnis war ist das Wichtigste im zweiten Halbzeit. Aber du hast 3 Jahre nicht gespielt und heute so gut. Gar nichts. Viele Ausfälle und gestern habe ich gewusst, ich muss spielen. Aber trotzdem, ich spüre jetzt alles und tut mir alles, aber jetzt bin ich froh deswegen. Aber jetzt kann der Trainer Norbert Nemeth nicht auf sich verzichten in der nächsten Zeit. Nein, ich spiele nicht mehr 100%. Ich tut mir alles. Ich möchte nicht mehr spielen. Das ist für Jungs, wir aufbauen eine neue Mannschaft und mich mit 34 Jahren alt, ich bin nicht damit. Gratulation. Ja, danke schön. Dankeschön. Danke. Für den Drittplatzierten in der Tabelle hat man sich gegen den Abstiegskandidaten eigentlich mehr erwartet. Ja, natürlich haben wir sich mehr vorgenommen. Wir waren zwar Drittplatzierter, wissen aber auch, von wo wir herkommen. Wir sind eine richtig junge Mannschaft heute. Durchschnittsalter unter 20 Jahren. Und klar, wollten wir gewinnen, aber wir können das auch richtig einordnen und wissen, bei einer jungen Mannschaft gibt es Auf und Abs. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und es in den nächsten Wochen wieder besser machen. Was waren eigentlich die Merkmale für diese Niederlage? Ja, ich glaube, entscheidend war, dass wir einen guten Gegner gehabt haben. Wölpersburg hat das gut gemacht, war sehr effizient, hat aus 3 Chancen 2 Tore gemacht. Wir sind nicht so gut durchgekommen, haben ein bisschen erste Halbzeit verschlafen, zweite war es besser. Da war dann der Anschlusstreffer drin gewesen, den haben wir nicht erzielt und somit war die Niederlage dann auch verdient. Ein bisschen Pech, einmal war Torraub und einmal war die Stange im Wege. Ja, natürlich, das war so ein Knackpunkt gewesen, wo man vielleicht bis 2-1 machen oder Gegner rote Karten kriegen hätte können. Dann war das Match vielleicht nochmal gekippt. Aber wie gesagt, war heute nicht wirklich unser Tag. Es kommen andere Tage. Es kommen andere Tage, wie gesagt, wir arbeiten hart weiter, wir sind eine junge Mannschaft, planen solche Rückschläge ein. Wichtig ist die langfristige Entwicklung. Der ersten Mannschaft geht es ja auch nicht besser, momentan. Ja, das sind auch mitten im Abstiegskampf. Das hat natürlich auch Prioritäten im Verein, dass die erste Mannschaft oben bleibt. Aber natürlich haben wir auch mit unserer jungen Mannschaft in der 1B noch einiges vor. Wir werden sicher auch wieder bessere Spiele abliefern und Siege feiern. Der Patrick Gartner hat heute eigentlich den 10er gespielt, obwohl er den 9er trägt. Was war da los? Normalerweise ist er ja durchgefährlich. Ja, seine Position ist die 10er-Position, obwohl er einen 9er trägt. Er ist jetzt nicht so der torgefährliche Spieler, er ist sogar eher der Einfädler, der die entscheidenden Pässe spielt. Und wir werden sicher in Zukunft wieder viele Assists und vielleicht auch Tore vor ihm sehen. Da bin ich überzeugt. Viele Tore gemacht schon? Er hat schon einige Tore geschafft. Er ist ein routinierter Spieler, hat schon einiges in seinem Fußballleben erlebt und er wird wieder Tore machen und Assists machen. Alles Gute, Flo. Dankeschön.